gute Laune. Cabrios vom Autohaus Allgäu. Ihr autorisierter Mercedes-Benz-Partner in Kempten, Kaufbeuren und Immenstadt. Es ist wieder Zeit für TV Allgäu Nachrichten. Am heutigen Mittwoch haben wir diese Themen für Sie. Erntedankempfang der IHK. Regionalversammlungen treffen sich in Kempten. Mädchen für Technik begeistern. 350 junge Frauen beim ersten bayerischen Mädchen-Technik-Kongress. Und im Todesfall zur Stelle. Ökumenische Notfallseelsorge im Oberallgäu feiert 10-Jähriges. Über 90 Geschäfte, Cafés und Restaurants. Über 1000 Parkplätze. Montag bis Samstag bis 20 Uhr geöffnet. Darum ins Forum. Forum Allgäu, mitten in Kempten. Beim mittlerweile schon traditionellen Erntedankempfang der Industrie- und Handelskammer im Allgäu geht es vor allem um Kontaktpflege, Gedankenaustausch und darum, zurück und nach vorne zu schauen. Aber auch der alte Brauch, sich beim Erntedankfest tatsächlich zu bedanken, soll nicht ganz vergessen werden. In diesem Jahr trafen sich die IHK-Regionalversammlungen aus dem Ost- und Oberallgäu in Kempten und dankten vor allem sehr allgemein, nämlich für den so dringend benötigten Aufwärtstrend in der Wirtschaft. Mehr von Anselm Stern und Markus Wessely. Kräftig anpacken. Das mussten die Allgäuer Unternehmen in der Vergangenheit, um gegen die Krise zu kämpfen. Jetzt sei der Erfolg dieser Kraftanstrengungen bereits schon deutlich sichtbar, so der Tenor beim Erntedankempfang der Allgäuer Wirtschaft gestern Abend bei der Firma Abt Sportsline in Kempten. Und so wurde vor allem viel gelobt. Verantwortungsbewusst hätten die Unternehmen aus der Region in der Krise gehandelt, so der Vorsitzende der IHK-Regionalversammlung Kempten-Oberallgäu Markus Brehm in seiner Eröffnungsrede. Statt Hire-and-Fire-Mentalität wurden Mitarbeiter gehalten, trotz großer Umsatzeinbrüche. Das Wichtigste jetzt sei vor allem, dass die Konjunktur langsam aber sicher wieder anziehe. Weil für viele Unternehmen war Anfang 2010 der Punkt zu entscheiden, wie geht's weiter bei uns. Viele haben sich im letzten Jahr wirklich bemüht, viele Kraftanstrengungen genommen, ihre Mitarbeiter zu halten. Und wenn es Anfang dieses Jahres nicht absehbar gewesen wäre, dass es doch wieder aufwärts geht, dann hätten einige auch Entlassungen vornehmen müssen. Das konnten wir vermeiden und ich denke, das allein ist ein Riesenanlass zu danken. Alles gut also? Naja, ganz überwunden ist die Krise noch nicht, so die IHK und die zahlreich erschienenen Vertreter aus Politik, Verwaltung, Bildung und der Gesellschaft. Aber der Positivtrend in der Allgäuer Wirtschaft sei nachhaltig. Also wir sind aus Unternehmensgesprächen, aber auch aufgrund unserer Konjunkturumfrage selber überrascht, wie zuversichtlich die Unternehmer sind. Wir gehen schon davon aus, dass vielleicht mit Auslaufen des Konjunkturprogramms oder so noch ein kleiner Dämpfer kommt. Aber die Unternehmer selbst sind sehr zuversichtlich, dass es stabil bleibt. Aber bei allem Zukunftsoptimismus, es gibt viel Arbeit. Das wurde gestern Abend in Kempten mehrfach wiederholt. Die größte Herausforderung wird wohl der drohende Fachkräftemangel. Auch hier sei die IHK im Allgäu gefragt. Wir können vor allem den kleinen und mittleren Unternehmen helfen, ihre Personalpolitik noch professioneller zu machen. Es geht ja auch um die Weiterbildung der vorhandenen Mitarbeiter. Viele haben noch angelernte Kräfte, die mal eine Ausbildung gemacht haben, die aber weitergebildet werden müssen. Wenn die Leute bis 67 arbeiten müssen, dann heißt es auch Weiterbildung, um die Fachkräfte immer auf dem Niveau zu halten, das man braucht. Hier liegt noch viel Potenzial, das auch noch geborgen werden muss. Aber natürlich auch das Thema Ausbildungsreife. Jugendliche, die bisher keinen Ausbildungsplatz bekommen, die gibt es auch immer noch, trotz Überhang. Hier gibt es noch einiges zu tun. Wichtig hierbei sei auch die Unternehmensphilosophie. Und da könne man mit dem gestrigen Gastgeber des IHK-Erntedankempfangs ein starkes Beispiel präsentieren. Abt Sportsline ist seit Jahren mehr als erfolgreich. Hier gelte eben, aus dem Allgäu in die Welt hinaus. Anders formuliert, auf der ganzen Welt Gewinne machen und trotzdem bodenständig bleiben. Wohl ein erfolgsversprechendes Modell für die gesamte Allgäuer Wirtschaft. Wäre eigentlich mal interessant zu wissen, wie viele Frauen in den Werkstätten von Abt arbeiten. Denn es ist ja mittlerweile hinlänglich bekannt, in technischen Berufen sind Frauen auch heute noch Mangelware. Damit das nicht so bleibt, fand heute an der Hochschule Kempten der erste bayerische Mädchentechnik-Kongress statt, dessen Ziel, Mädchen für technische Berufe zu interessieren. Sebastian Zausch und Marco Zanoni berichten.
Speed-Dating mal anders. Schülerinnen von weiterführenden Schulen interviewen Absolventinnen technischer Studiengänge. 5 Minuten hat jedes Mädchen Zeit, herauszubekommen, ob ihm ein technischer Beruf taugt oder nicht. Dann wird der Gesprächspartner gewechselt. Für die Initiatoren des Technikkongresses geht es darum, mit bestehenden Vorurteilen aufzuräumen. Ich glaube, viele meinen, wenn man im Maschinenbau tätig ist, dann schraubt man hier an der Maschine rum und hat keinen Kontakt mit anderen Menschen. Das ist heutzutage völlig anders. Ja, da wird viel am Computer gemacht, da ist viel Teamarbeit, da ist viel Kontakt zu anderen. Das muss man einfach nur deutlich machen. Teamarbeit war auch hier bei diesem Chemie-Workshop angesagt. Hier werden gerade Erbinformationen einer Banane isoliert. Die Botschaft ist klar, Naturwissenschaften machen Spaß und sind auch was für Mädchen. Diverse Studien, also diese PISA- und TIMSS-Studien, die machen ja sehr deutlich, dass es ab einem gewissen Alter einen ganz signifikanten Unterschied bei der Entwicklung zwischen den Geschlechtern gibt in der Bildung. In der 4. Klasse ist es noch nicht signifikant, aber in der 8. Jahrgangsstufe wird festgestellt, dass die Kompetenzen der Mädchen geringer sind als die der Jungen. Aber nicht nur das, sondern auch, dass Jungen sich für klüger halten bei gleicher Kompetenz. Das nennt man dieses Selbstwirkungsverhalten von Mädchen. Das heißt, sie meinen immer, sie könnten es nicht, obwohl sie es eigentlich können. Und hier ist der Ansatz, den wir hier auch auf dem Kongress gerne fokussieren möchten, nämlich Mädchen klarzumachen, sie haben das Selbstbewusstsein und sie können es. Zum Beispiel Löten. Auch in der Elektrotechnik sind Frauen derzeit noch deutlich unterrepräsentiert. Die Gründe dafür liegen nach Meinung von Experten vor allem in der Erziehung und im sozialen Umfeld, aber auch beim Fernsehen. Sagen Sie mir, die Telenovela oder die Soap, in der eine Protagonistin oder die Protagonistin Ingenieurin oder Kfz-Mechanikerin ist und darüber auch noch eine spannende Story vermittelt mit Freud und Leid und Liebe und alles, was dazugehört, gibt es so gut wie nicht. Und es hat sich schon gezeigt, dass die Berufswahl auch bei den jungen Männern sich darüber beeinflussen lässt. Man sieht es an den vielen Kriminalkommissarinnen oder Forensikerinnen, die es auf einmal gibt, durch entsprechende Fernsehsendungen. Und da muss einfach noch mehr getan werden, um junge Mädchen dahin zu bringen, dass sie ihrer Neigung nachgehen. Überzeugungsarbeit sollte auch der Truck der Fraunhofer Gesellschaft leisten. Hier konnten die Mädchen technische Errungenschaften der Fraunhofer Institute erleben. Die haben nicht nur aufgrund des vielbeschworenen Fachkräftemangels ein Interesse daran, mehr Frauen einzustellen. Wenn sie versuchen, Frauen als Konsumentinnen anzusprechen, dann hat sich herausgestellt, dass sie oft nicht angesprochen werden, weil die Produkte von Männern entwickelt werden für Männer. Wenn Sie an die Medizintechnik denken, wo die Herzkatheter zum Beispiel zu groß waren für weibliche Körper, also rein die biologischen Geschichten, die oft einfach ignoriert werden. Dann gibt es auch die sozialen Bedürfnisse, zum Beispiel auch Porsche hat es ja schon entdeckt, dass man den Kofferraum zum Beispiel niedriger legt, damit Frauen leichter schwere Sachen einladen können. Also es sind einfach so die sogenannten Gender-Aspekte, die auch in den Produkten enthalten sind und für die man auch eine Kompetenz entwickeln muss, dass man die sieht. Diese Kamera kann den Gemütszustand eines Menschen erkennen. Immer öfter erkannte sie heute lachende Gesichter. Und wer weiß, vielleicht ergibt sich aus der Begeisterung des heutigen Tages ja für die ein oder andere Besucherin des heutigen Kongresses eine Zukunft in einem technischen Beruf. Glück im Unglück hatte eine Frau in Breitenbrunn im Unterallgäu jetzt. Sie war mit ihrem Mann und ihrer Tochter im Wald nördlich von Fürbuch auf Pilzsuche. Irgendwann verloren sie sich aus den Augen. Die 68-jährige Frau fand nicht mehr zum Auto zurück. Nachdem ihre Familie sie ohne Erfolg gesucht hatte, verständigte sie die Polizei. 10 Beamte durchsuchten daraufhin den Wald. Sie fanden die Vermisste nach gut 1,5 Stunden. Die Frau hatte zwar den Weg nicht mehr gefunden, dafür aber jede Menge Pilze. Ja, und nach der Werbung gibt's weitere Meldungen in Kompakt. Familienspaß. Spaß, Erholung, Abenteuer für die ganze Familie. Der Familiensommer in Oberösterreich.
Mehr dazu finden Sie auf www.urlaub-grenzenlos.eu. Grenzenlos. Der Bayerische Wald und Oberösterreich freuen sich auf Sie. Was wäre das Leben ohne das Handwerk? Mist! Das Handwerk, die Wirtschaftsmacht von nebenan. Höchste Zeit zu wechseln. Günstige Erdgastarife zu fairen Konditionen. Ihr regionaler Erdgasanbieter, Kessler. Energie für das Allgäu. In Kempten, Kaufbeuren und Memmingen. Informieren Sie sich. Race Cat, der Energy Drink für das Tier in dir. Kompakt am 29. September. Ein 14-Jähriger ist gestern Nachmittag auf einem Waldspielplatz in Lindau tödlich verletzt worden. Er wurde beim Posieren für ein Gruppenfoto von einem umfallenden Baum getroffen. Der Junge gehörte einer Schulklasse aus Biberach an, die für einen mehrtägigen Ausflug an den Bodensee gekommen war. Neben den 26 Schülern waren auch zwei Lehrer sowie drei Erlebnispädagogen auf dem Waldspielplatz anwesend. Gegen 16.40 Uhr stellten sie sich für ein gemeinsames Foto an ein Klettergerüst. Dieses war mit Metallhaken an drei Bäumen befestigt. Einer der Bäume stürzte zur Mitte hin ein und begrub den 14-Jährigen unter sich. Heute Vormittag erlag der Junge seinen schweren Verletzungen. In Halblech wird es demnächst einen Bürgerentscheid geben. Grund dafür ist der geplante Neubau einer Ganzjahresrodelbahn, die in der Bevölkerung umstritten ist. Der Geschäftsführer der Tegelbergbahn, Franz Bucher, plant rund 2,8 Millionen Euro in das Projekt Alpine Coaster zu investieren. Der Gemeinderat stimmte jetzt mit 13:4 einem Bürgerentscheid zu. Wann der Bürgerentscheid stattfinden soll, steht noch nicht fest. In Memmingen hingegen ist eine Entscheidung gefallen. Ein Investor darf auf dem ehemaligen LEW-Gelände eine Brauereigaststätte und ein Hotel bauen. Mit drei Gegenstimmen entschied das der Memminger Bausenat gestern Abend. Gegner des Projekts hatten ethische und städtebauliche Bedenken geäußert. In direkter Nähe befindet sich eine Gedenkstätte für die frühere Memminger Synagoge. Die Realschule Sonthofen erzeugt seit gestern ihren Strom zu 100% selbst. Möglich macht dies die Photovoltaikanlage, die es bereits seit 2004 gibt und nun ausgebaut wurde. Mit dem Ausbau sollte eine saubere, krisensichere und dezentrale Energieversorgung sichergestellt werden. Gestern fand die symbolische Inbetriebnahme durch den ersten Bürgermeister der Stadt Sonthofen, Hubert Buhl, statt. Die Anlage macht genau 92,39 Kilowatt Peak, das sind ungefähr 92.000 Kilowattstunden pro Jahr. Damit kann man rund 19 Vier-Personen-Haushalte das ganze Jahr über mit Strom erzeugen. Die Realschule beispielsweise, das Gebäude selber, braucht etwa 81.000 Kilowattstunden pro Jahr. Also wir haben eine Überversorgung dieser Gebäude oder der Schule, sodass wir also so 100% regenerativen Strom bei unserer Schule hier haben, in der staatlichen Realschule in Sonthofen. Die Anlage der Realschule Sonthofen ist mit 445 Solarmodulen die größte einer Schule im Landkreis Oberallgäu. Durch sie können nun jährlich 81.000 Tonnen CO2 eingespart werden. Weitere Solaranlagen sind bereits geplant. So sollen auch das Gymnasium sowie verschiedene Turnhallen Strom aus Solaranlagen bekommen. Wie erst jetzt bekannt wurde, ist am vergangenen Freitag ein junger Mann Opfer eines Raubüberfalls in Kempten geworden. Der Mann wurde zunächst von zwei jungen Männern verfolgt. Weil er der Aufforderung, sein Geld herzugeben, nicht nachkam, schlugen sie ihn zu Boden. Zudem drohten sie dem Opfer, sollte er den Überfall bei der Polizei melden. Die Jugendlichen waren ca. 17 Jahre alt, mit kurzen blonden bzw. fast schwarzen Haaren. Sie unterhielten sich in Deutsch, aber auch Russisch oder Polnisch. Hinweise zur Tat nimmt die Kripo Kempten unter der Telefonnummer 0831 990 90 entgegen. Im Oberallgäu wird es eine Sperrzeit geben. Das haben jetzt die Oberallgäuer Gemeinden beschlossen.
Mehrheitlich hat der Kreisverband des Bayerischen Gemeindetags entschieden, zwischen 3 und 6 Uhr morgens Feiern und Ausschank zu verbieten. Hintergrund für dieses Verbot seien schlechte Erfahrungen mit ausufernden Feiern und extrem betrunkenen Personen. Die Sperrzeit ist ab sofort gültig. Eine Gefahr für Traditionsveranstaltungen wie Viehscheid oder Klausentreiben sahen die Bürgermeister nicht, denn hier könnten entsprechende Ausnahmeregelungen getroffen werden. Die zweite Runde der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Allgäuer Milchwirtschaft ist ohne Einigung zu Ende gegangen. Der Landesbezirksvorsitzende der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten, Hans Hartl, will deshalb zu Streiks aufrufen. Dadurch sollen die Arbeitgeber unter Druck gesetzt werden, damit am 20. Oktober eine Einigung erzielt werden könne. Dann gehen die Tarifverhandlungen in die dritte Runde. Die NGG fordert unter anderem 5% mehr Lohn. Bereits zum 10. Mal ist heute der sogenannte Weltschulmilchtag veranstaltet worden, wie hier in der Grund- und Mittelschule Eumittelberg. Seit Jahren versuchen sich Verbände und Unternehmen aus der Milchwirtschaft für mehr Schulmilch einzusetzen. Derzeit unter anderem auch bei den Allgäuer Herbstmilchwochen. Mit den Aktionen soll nicht nur Werbung für die Allgäuer Milch gemacht werden. Es sei vor allem wichtig, dass in Zukunft alle Schulen in Bayern den Schülern Milch und Milchprodukte anbieten. So der Leiter des Kemptner Landwirtschaftsamtes Alois Kling. In der Milch seien gerade für Kinder wichtige Stoffe wie Eiweiß, Vitamine oder leicht verdauliches Fett enthalten. Der Weltschulmilchtag wird mittlerweile in insgesamt 40 Ländern veranstaltet, so die Verantwortlichen heute in Eumittelberg. Ein Mählader ist in Hiemenhofen im Ostallgäu völlig ausgebrannt. Die Maschine wurde an einer Feuchtwiese am Sattlerbuckel abgestellt. Sie war dort zuvor bei Mäharbeiten eingesetzt worden. Am Dienstagvormittag wurde der Mählader völlig ausgebrannt vorgefunden. Der Schaden liegt bei rund 70.000 Euro. Zur Klärung der Brandursache sucht die Polizei Zeugen. Sie sollen sich mit der Polizeiinspektion Markt Oberdorf in Verbindung setzen. Ab heute Abend muss man mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen in Füssen rechnen. Der Grenztunnel Füssen wird ab 18 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Grund hierfür sind unter anderem Wartungsarbeiten und Arbeiten an der Decke. Außerdem wird eine Übung der Feuerwehr dort stattfinden. Die Sperre wird bis voraussichtlich Freitagmittag dauern. Und jetzt noch die Wetteraussichten für die nächsten Tage. Top-Marken zu Fabrikverkaufspreisen im Allgäu-Outlet in Sonthofen. Viele Artikel bis zu 70% reduziert. Outlet-Shopping für die ganze Familie und jeden Geldbeutel. In der Nacht zum Donnerstag ist es leicht bewölkt bei Werten zwischen 6 und 10 Grad. Am Donnerstagvormittag ist es zunächst noch kühl und bedeckt, bevor es gegen Mittag auflockert und wärmer wird. Viele Wolken ziehen dann am Nachmittag in die Region. Da hat es die Sonne schwer, sich einmal zu zeigen. Das Quecksilber steigt auf bis zu 15 Grad an. Sonne, Wolken und Regenschauer sind derzeit für Freitag vorhergesagt. Es werden Höchstwerte von bis zu 18 Grad erwartet. Spätsommerliche Temperaturen mit wenig Sonne gibt es am Samstag im Allgäu. Das Thermometer steigt auf bis zu 20 Grad an. Der Sonntag bringt einen Mix aus Sonne und Wolken. Mit 22 Grad wird es wohl der wärmste Tag der Woche. BayWa Baustoffe. Ihr kompetenter Partner berät Sie bei Neubau und Modernisierung. Baustoffe und Bauwerkzeuge namhafter Hersteller in Profiqualität. Vom Keller bis zum Dach. Ob Innenausbau oder Gartengestaltung. Alles aus einer Hand. Wir liefern direkt an Ihre Baustelle. Mit Kompetenz und Topqualität immer gut beraten. BayWa Baustoffe. 10-mal im Allgäu. Wir kommen an. Landestheater Schwaben. Einzigartig im Allgäu. Steinstarke Ideen aus Naturstein auf über 1000 Quadratmetern für die Gestaltung Ihres Gartens. Faszination Naturstein im Ideengarten Ihrer BayWa Baustoffe in Buchlohe. Rubens Fee bedient Sie mit Damenübergrößen ab Konfektionsgröße 44. Wir bieten ausschließlich Mode führender Produzenten für Damenübergrößen an. Rubens Fee steht für hohe Beratungsqualität, einen überdurchschnittlichen Kundenservice und legt großen Wert auf höchste Kundenzufriedenheit.
Neues Gewerbegebiet im südlichen Oberallgäu bei Immenstadt direkt an der vierspurigen B19. Äußerst attraktiv und verkehrsgünstig gelegen. Gewerbegrundstücke von 2000 bis 20.000 Quadratmeter verfügbar. Treffpunkt Freizeit. Geschichten und Berichte aus unserer Heimat. Tourismus und Freizeit. Kultur und Brauchtum. Sehen, was das Allgäu bewegt. Wir sehen uns im Treffpunkt Freizeit. Evangelische und katholische Seelsorger Seite an Seite. Im südlichen Oberallgäu funktioniert das bestens. Seit mittlerweile einem Jahrzehnt teilen sich die Notfallseelsorger die Arbeit und das mit großem Erfolg. Am Samstag nun feiert die ökumenische Notfallseelsorge ihr 10-jähriges Jubiläum und das mit einem sogenannten Blaulichtgottesdienst in der Klosterkirche Immenstadt. Aber was machen Notfallseelsorger überhaupt? Dieser Frage sind wir einmal nachgegangen. Wenn das Diensthandy klingelt, dann ist Eile angesagt für die Notfallseelsorger im Allgäu. Nicht nur Polizei und Rettungsdienste müssen bei Unfällen ausrücken und vor Ort Hilfe leisten. Nein, wenn es mal wieder kracht auf den Allgäuer Straßen, dann heißt das auch für die Notfallseelsorger raus an den Unfallort. Allein im südlichen Oberallgäu opfern rund 10 Notfallseelsorger, egal ob evangelisch oder katholisch, ihre Freizeit, um in Not geratenen Personen beizustehen. Aber nicht nur Unfallopfer oder Zeugen können im Ernstfall auf die Hilfe der Notfallseelsorger zurückgreifen. Auch die Helfer selbst, Polizei, Feuerwehr, Rettungssanitäter können sich an die ehrenamtlichen Seelsorger wenden. Ein Angebot, das es in ganz Deutschland gibt und das im südlichen Oberallgäu als ökumenische Notfallseelsorge nun 10 Jahre alt wird. Einer der Notfallseelsorger ist jetzt bei mir, Benno Drindl. Hallo, herzlich willkommen und natürlich auch alles Gute zum Jubiläum. Grüße Gott. Schön, dass Sie bei uns sind. Wir haben gerade gesehen, es geht unter anderem bei Ihrer Arbeit auch darum, Sie werden zu Unfällen gerufen und betreuen dort die Angehörigen, die Unfallopfer, die verletzt worden sind. Ist das so? Wie ist das vor? Ja, also zunächst zu Unfallopfer kommen wir eigentlich relativ selten. Der allergrößte Teil, wo wir gerufen werden, sind häusliche Notfälle oder nach einem Unfall dann, dass wir mit der Polizei die Todesnachricht überbringen und anschließend dann noch die Angehörigen begleiten. Oft ist es ja so, dass dann die Angehörigen im Regen stehen gelassen werden, wenn die Rettungskräfte weg sind. Da sind wir da, wir schauen, was ist der nächste Schritt, wie können wir ein Stück Ruhe reinbringen, wie können wir ein soziales Netz aufbauen. Wir gehen mit ihnen die Fragen durch, die sie in diesem Moment haben. Wir, das heißt, wie groß ist das Team im Oberallgäu? Wir sind momentan 6 evangelische und 6 katholische pastorale Mitarbeiter, quer durch alle Berufsgruppen, Priester, Pastoralreferenten, Gemeindereferenten, Diakone. Jetzt gibt es die ökumenische Notfallseelsorge im Oberallgäu seit 10 Jahren. Wie sah es denn davor aus? Ja, grundsätzlich ist es immer noch auch Aufgabe der Gemeinde, der Pfarrgemeinden, sich um solche Notsituationen anzunehmen. Nur ist es heute sehr, sehr schwierig, jeweils zu jedem Notfall einen Gemeindeseelsorger zu bekommen, weil einfach ein Priester 6 Gemeinden hat, die er zu betreuen hat und einfach das nicht mehr leistbar ist. Und deswegen haben wir gesagt, in diese Lücke rein muss es einen Dienst geben, der einfach dann da ist, wenn die Leute alleingelassen sind in ihrer fast unerträglichen Situation. Und so sind eben die Rettungskräfte damals vor über 10 Jahren auf mich als Klinikseelsorger zugekommen. Wie wird denn Ihre Arbeit aufgenommen? Also wie reagieren denn die Menschen, wenn sie kommen? Grundsätzlich sehr, sehr positiv. Also man darf sich das nicht so vorstellen, dass wir mit Weihrauch und Weihwasser kommen und hier irgendjemand was aufdrücken wollen, ganz und gar nicht. Wir kommen zu jedem, egal welcher Konfession, welcher Religion. Wir sind da, wir leisten zunächst einfach mal menschlichen Beistand, wir gehen mit ihnen die nächsten Schritte durch. Und dann kann es natürlich sein, dass wir schon, wenn wir spüren, hier ist ein religiöses Gespür auch da, dann machen wir natürlich auch eine kleine religiöse Feier mit einem Bibeltext, einem Vaterunser, einem Segen, was dann dem Ganzen schon nochmal eine andere Dimension auch gibt und die Menschen sehr dankbar sind, die eine Offenheit dem gegenüber haben. Wie werden Sie denn überhaupt informiert? Über die Rettungsleitstelle und die wird jeweils von den Rettungskräften informiert, wo Bedarf ist.
dann werden sie angerufen. Dann ganz sie. Genau. Jetzt sind es zum Teil, also gerade wenn es Unfälle auch sind, Extremsituationen. Wie gehen Sie selbst, Sie persönlich damit um? Können Sie das trennen? Ja, ich denke, diese Selbstfürsorge, dass man selber diesen Dienst auch lange tun kann, ist was ganz Zentrales. Einerseits, was Motivation gibt, sind wirklich die immer sehr, sehr positiven Rückmeldungen der Angehörigen, bei denen wir waren. Und ich kann wirklich sagen, ich gehe mal mit einem sehr, sehr guten Gefühl weg. Heute früh rief mich zum Beispiel eine Frau an und sie sagte wortwörtlich, sie waren für uns in dieser Situation ein riesengroßer Trost. Und sowas zu hören, gibt einfach wieder Kraft, auch weiterzumachen. Natürlich ist es wichtig, selber für sich Sorge zu tragen. Wie gehen wir damit um? Wir machen regelmäßige Supervision im Team, holen uns dann auch eine Fachkraft mit dazu, um einfach die Fälle auch durchzugehen und gut für sich selber zu sorgen. Jetzt ist es so, im Oberallgäu ist es ökumenische Notfallseelsorge. Das heißt, die evangelische und die katholische Kirche arbeiten da Hand in Hand. Ja. Wie wird das finanziert? Ja, wir finanzieren uns sozusagen selber. Es entstehen ja nicht so große Kosten. Jeder und jede, die bei uns im Team mit dabei ist, die macht es zusätzlich zu ihrem normalen Dienst. Das heißt, eine Pfarrerin macht einfach diesen Dienst noch zusätzlich. Ich in meiner Funktion als Klinikseelsorger mache das zusätzlich, sodass hier keine großen Kosten entstehen. Die Fahrtkosten übernehmen jeweils die einzelnen Kirchen, evangelische, katholische. Und wenn wir bestimmte Dinge anschaffen wollen, dann gehen wir auf Sponsorensuche. Das heißt, Sie haben nicht wirklich Zukunftssorgen? Zukunftssorgen eher in dem Sinne, dass ich mir Sorgen mache, wer von unseren kirchlichen Mitarbeitern kann das aus seinen körperlichen, seelischen, psychischen Kräften heraus noch mittragen. Weil einfach hier die grundsätzliche Belastung bei allen sehr, sehr groß ist. Und wenn sowas noch dazukommt, ja, wo ich wirklich rund um die Uhr raus muss, nachts um 3, 4 bei Schneegewitter raus muss und dann am nächsten Morgen auch wieder fit sein soll, das zehrt. Und da mache ich mir eher Sorgen, ob es hier immer wieder genügend auch Mitarbeiter gibt, die diesen Dienst mittragen. Aber weniger das Finanzielle, weil wir jetzt nicht so viel Kapital brauchen, um diesen Dienst weiterhin zu tun. Also ruhig auch ein Aufruf, den Nachwuchs ein bisschen zu fördern, das heißt, die Nachfolger zu rekrutieren? Ja, natürlich. Es entsteht jetzt auch im südlichen Oberallgäu ein Team vom Kriseninterventionsdienst her und wir werden da sicher auch gut miteinander den Dienstplan gestalten, sodass wir dann auch noch ein größeres Team sind und sicher diesen doch sehr, sehr wichtigen Dienst für die Gesellschaft aufrechterhalten. Weil wir einfach spüren, hier sind ja Gott sei Dank die Kirchen noch von der Gesellschaft her gefragt. Und ich denke, das ist einfach ein wichtiger Dienst, den wir für die Gesellschaft hier leisten. Ein wunderschönes Schlusswort, Herr Drindl. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie bei uns zu Gast waren. Sehr gerne. Und ich wünsche Ihnen natürlich schöne Feierlichkeiten zum Jubiläum. Vielen Dank. Und natürlich sind dazu alle eingeladen am Samstag 18 Uhr beim Blaulichtgottesdienst und anschließend den Stehempfang. Wer Lust hat, soll einfach mit dazukommen, auch wenn er nicht angemeldet ist. Wo? In Immenstadt, in der Klosterkirche wird der ökumenische Blaulichtgottesdienst sein und anschließend im katholischen Pfarrheim ist dann der Stehempfang, wo es auch was zu essen und zu trinken gibt natürlich. Wunderbar, eine Einladung an alle Zuschauer. Ja, und von Ihnen darf ich mich für heute verabschieden. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen, machen Sie es gut. Auf Wiedersehen. Gut, ja, so, schöne Feierlichkeiten.